Nach 14-monatiger Bauzeit wurde mit einem würdigen Gottesdienst das stationäre Hospiz St. Michael in Nagold eingeweiht. Die ökumenische Feier wurde vom Remigius Kammerchor umrahmt. Es zelebrierten von links Dekan Ralf Albrecht vom evangelischen Kirchenbezirk Nagold, Bischof Gebhard Fürst, der Dekan im Dekanat Calw, Holger Winterhohler und Pastor Matthias Walter der evangelisch-methodistischen Kirche in Nagold. In seiner Predigt hob Bischof Fürst die Menschen hervor, die künftig im Hospiz arbeiten werden. Und diejenigen, die in der stationären Sterbebegleitung machen, das ist für mich ein unübersehbares Zeichen, dass Gott in dieser Welt wirkt. Nach dem Gottesdienst wurden Grußworte in der Kirche gehalten. Unter anderem sprach Hans-Joachim Fuchtel, Mitglied des Bundestages und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Allen, die da tun und wirken, alles Gute und Gottes Segen. Anschließend ging es am Hospiz weiter. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Posaunenchor des CVJM Nagold. Bischof Fürst segnete das Haus und besprengte es mit Weihwasser. So segne dieses Hospiz, das zur Begleitung der Sterbenden errichtet wurde. Tröste die Leidenden und sei denen nahe, die hier die letzte Zeit ihres Lebens verbringen. Er zeigte sich begeistert von der Einrichtung. Die Lage ist natürlich wunderbar. Liegt am Waldesrand, liegt auf einer kleinen Anhöhe. Man sieht durch die Fenster hinaus in die Welt und fast aus jedem Fenster, wenn man hinausblickt, das gilt besonders natürlich für die Sterbenden, sehen sie ein Stück Himmel. Und das ist ein Zeichen für sich. Der Architekt hat wunderbar diese Situation eines Hospizes aufgenommen. Die einzelnen Zimmer sind großartig eingerichtet. Und das gefällt mir besonders, dass man die Menschen, die in ihrer schwierigsten Situation in ihrem Leben mit möglichst viel intensiver Unterstützung und Zuwendung begleitet. Um das Projekt zu realisieren, brauchte es einige Akteure. Die Idee des Ganzen kam 2011 vom Verein Initiative Nagold für ein stationäres Hospiz. Die katholische St. Elisabeth Stiftung ist der Bauherr und wird die Einrichtung betreiben. Das Grundstück gehörte der katholischen Kirchengemeinde St. Michael. Sie überließ dem neuen Betreiber das Areal des Gemeindezentrums, das bis dahin verschiedene Gruppen und Kreisen ein Zuhause war. Im Neubau hat die Kirchengemeinde im Raum der Stille nun die Möglichkeit, Gottesdienste zu feiern. Einrichtungsleiterin Jutta Benz war von Anfang an bei der Initiative dabei. Für sie geht ein Traum in Erfüllung. Weil wir so lange schon daran arbeiten und die Idee hatten und hier gibt es weit und breit keine stationäre Einrichtung für Menschen, die in ihrer letzten Lebensphase sind und schwer krank sind. Im Moment sind alle im Krankenhaus oder in Pflegeheimen untergebracht und das nächste Hospiz ist 50 Kilometer im Umkreis entfernt. Also das funktioniert nicht gut und von daher sind wir sehr, sehr dankbar. Wir haben unheimlich viele Anmeldungen, die Menschen warten wirklich auf uns und jedes Mal, wenn ich irgendwo laufe, werde ich angehalten und wird gefragt, wann es endlich losgeht. Das heißt, wir könnten eigentlich jetzt das Haus schon voll machen. Eine gelungene Einweihung für eine wichtige Einrichtung.